Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Heute nun war sie also da, die Gelegenheit, die Idee persönlich vorzustellen, über die hierzulande seit Anfang der Woche so heiß diskutiert wird. Annegret Kramp-Karrenbauer traf in Brüssel erstmals in ihrer neuen Rolle als Bundesverteidigungsministerin auf ihre NATO-Amtskollegen. Gute Gelegenheit für einen ersten Aufschlag mit besagter Idee, in Nordsyrien eine international kontrollierte Schutzzone aufbauen zu wollen. Doch abgesehen davon, dass die CDU-Chefin dafür den eigenen Koalitionspartner SPD noch nicht an Bord hat, kommt erschwerend hinzu, dass ein NATO-Partner, die USA, gerade aus Nordsyrien abzieht und ein anderer, die Türkei, ihr weiteres Vorgehen dort schon mit Russland ausgemacht hat. Wie Kramp-Karrenbauers Initiative also bei der NATO aufgenommen wurde, fasst Markus Preis zusammen. Der Mann, der hier ankommt, weiß vermutlich nur wenig vom Koalitionsausschuss in Berlin, von den Befindlichkeiten von Heiko Maas und dem Streit der letzten Tage. US-Verteidigungsminister Esper heute Morgen in Brüssel. In gediegenem Ambiente stellt er vor Militärs- und Sicherheitsexperten seine Sicht auf die Welt dar. Er spricht von China, Huawei, dem Iran-Konflikt. Ja, aber was ist mit Syrien und Kramp-Karrenbauer? Der Deutsche. Ich habe den deutschen Vorschlag nicht gelesen oder die Details studiert. Was ich weiß, es geht, glaube ich, darum, dass europäische Partner da gemeinsame Patrouillen machen wollen. Wir werden uns nicht mit Truppen beteiligen, aber wir haben nichts dagegen. Amerikanisches Desinteresse also. Doch ganz so mir nichts, dir nichts, kann sie ihre Idee jetzt natürlich nicht zu den Akten legen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat für ihren ersten weltpolitischen Vorschlag seit Montag so viel Kritik einstecken müssen, dass sie heute regelrecht gezwungen war zu zeigen, ich stehe in Sachen Syrien nicht allein. Wir teilen die Meinung, das gilt insbesondere auch für unsere britischen und für die französischen Kollegen, dass die Situation mit dem Abkommen von Sotschi nicht befriedet ist, nicht auf Dauer die Basis für eine politische Lösung bietet. Doch dass die britischen und französischen Kollegen jetzt gleich eine Schutzzone in Syrien errichten wollen, war hinterher nicht zu hören. Harald Kujat war früher Generalinspekteur der Bundeswehr. Er weiß, wie schwierig solche Operationen sind. Ungefähr 20.000 Mann, sagt er, seien in Syrien nötig, mindestens 3.000 von der Bundeswehr. Europa darf nicht länger zum Spielball der beiden Großmächte, Russland und Vereinigte Staaten, werden. Und das sind wir in diesem Fall. Und ich begrüße deshalb den Vorschlag von Frau Kramp-Karrenbauer, weil er ein politisches Signal ist. Doch die Chancen, dass das Signal aus Deutschland schnell etwas bewegt, sind eher gering. Kramp-Karrenbauer vermeldete heute zwar angebliche Gesprächsbereitschaft der Türkei, doch dem NATO-Generalsekretär ist klar, ohne Russland geht gar nichts. Es gibt keine Forderung nach einer NATO-Mission in Nordostsyrien. Wir brauchen Anstrengungen für eine politische Lösung dort, die dauerhaft ist. Und deshalb unterstützt die NATO die Bemühungen der Vereinten Nationen. Das mächtigste Militärbündnis der Welt schaut also nach New York und gibt derzeit kein gutes Bild ab. Die jüngsten Probleme in Syrien hat es nämlich selbst geschaffen. Erst mit dem unkoordinierten Abzug des größten NATO-Landes USA und dann mit dem Einmarsch des zweitgrößten NATO-Truppenstellers der Türkei. Es braucht wohl Zeit, wieder auf einen Nenner zu kommen. Insofern ist der Diskussionsprozess angestoßen. Das wird noch ein langer Prozess, ein schwieriger Weg. Aber die ersten Schritte, die ersten Gespräche heute waren sehr ermutigend. Der unklare deutsche Vorschlag zu einer Schutzzone, er ist derzeit eher ein zweitrangiges Problem der NATO. Auch wenn sich das für Annegret Kramp-Karrenbauer heute wohl ganz anders angefühlt hat. Denn sie kennt den Koalitionsausschuss in Berlin, die Befindlichkeiten von Heiko Maas und den Ärger der letzten Tage. Der Vorstoß der Verteidigungsministerin und das Echo der NATO darauf. Dazu ein Kommentar von Michael Grütz vom Westdeutschen Rundfunk. Die Lage bei der NATO als schwierig zu bezeichnen, wäre sehr wohlwollend formuliert. Da ist das größte und wichtigste Mitglied, die USA, mit ihrer konfusen Außenpolitik und ihrem irrlichternden Präsidenten, der mit seinem Truppenabzug in Nordsyrien ein Chaos verursacht hat. Dann ist da die Türkei, übrigens zweitgrößter Truppensteller in der NATO, die die anderen Partner nicht nur wegen ihres Angriffs in Syrien in die Verzweiflung treibt. Und schließlich die Europäer, die der ganzen Angelegenheit bislang mehr oder weniger hilf- und tatenlos zusehen. Und in diese Situation hinein platziert die neue deutsche Verteidigungsministerin ihren Vorschlag einer Schutzzone in Nordsyrien. Das darf man wohl ziemlich mutig nennen,
Man kann Kramp-Karrenbauers Vorschlag aber auch ziemlich naiv finden. Denn er ist nicht ausgegoren, sie hat dafür nicht einmal den Rückhalt bei ihrem Koalitionspartner. Und wenn nicht mal die eigene Regierung vollständig dahinter steht, warum sollten das dann andere unterstützen? Folglich waren die Reaktionen bei ihren Kollegen in Brüssel heute entsprechend verhalten. Russland und die Türkei haben in Nordsyrien zudem das Heft in die Hand genommen. Kurzfristig bekommen die Europäer dort praktisch keinen Fuß in die Tür. Dennoch ist Kramp-Karrenbauers Initiative wichtig und verdient weiterentwickelt zu werden. Auch um zumindest den Versuch zu unternehmen, Millionen Geflüchteten eine Perspektive zu geben. Da können die Europäer nicht zuschauen und abhängig von der Türkei oder Russland bleiben. Das Krisengebiet liegt nur wenige hundert Kilometer von der EU-Außengrenze Zypern entfernt. Selbst eine vielleicht unfertige Initiative ist da allemal besser, als weiter zuzusehen. Michael Grütz kommentierte. Anfang November will die Bundesregierung Bilanz ziehen, um zu entscheiden, ob es weitergehen soll mit der GroKo. Wir resümieren jetzt schon mal und widmen uns in unserer Reihe GroKo-Bilanz heute dem Thema Digitales. Der neue Mobilfunkstandard 5G sei ja nun nicht an jeder Milchkanne notwendig, sagte die Bundesforschungsministerin vor einem Jahr und erntete den erwartbaren Proteststurm. Dabei müssen wir gar nicht mal groß über Zukunftstechnologien sprechen, um schon in der Gegenwart festzustellen, Deutschland hinkt beim Ausbau schneller Netze breitflächig hinterher. Was vor allem Unternehmen schmerzhaft zu spüren bekommen. Cecilia Knott über die Leiden deutscher Internetnutzer im Jahr 2019. Die Videokonferenz hängt. Ausgerechnet bei einem IT-Unternehmen. Jetzt hören wir uns wieder? Ja, ja. Wir hören uns wieder. Also. Hört ihr uns auch, oder? Jetzt geht's wieder, ja. Alles klar. Jetzt geht es wieder, aber es hakt noch immer viel zu oft. Die eigene Leitung noch ausbaufähig, außerdem ein Problem. Die Kollegen am anderen Standort oder die Kunden am anderen Ende haben kein Highspeed. Beim Arbeiten hier haben wir natürlich das Problem, wenn wir bei uns bei verschiedenen Kunden aufschalten, dann unterbricht zum Beispiel manchmal die Fernwartungssitzung oder die VPN-Verbindung in einen anderen Standort. Man kann sich natürlich auch nicht auf das Arbeiten konzentrieren, sondern ärgert sich natürlich über die Verbindungsabbrüche. Abbrüche, zu langsames Internet. Gerade in ländlichen Regionen, dort, wo es so schön grün ist, gibt es noch immer weiße Flecken. Die Schwäbische Alb, wo viele Weltmarktführer ihren Sitz haben, ist nur eine Region, in der der Ausbau kaum vorankommt. Wir haben ja unsere Kunden in allen Teilen der Republik und stellen ähnliche Zustände und weiße Flecken noch in sehr vielen Regionen in Deutschland fest. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir den Wirtschaftsstandort nicht kaputt machen durch mangelnde Infrastruktur. Ob Glasfaser ausgebaut wird, darüber entscheiden die Telekommunikationsunternehmen. Für die lohnt sich die Investition in vielen Regionen offenbar nicht. Das trifft nicht nur Firmen, sondern auch private Haushalte, sogar in Stuttgart. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Schade. Ja, so ist es also, wenn man dann hier im Internet die Nachrichten ansehen möchte. Auch Familie Pfister ärgert sich, wenn das Internet mal wieder hängt. Müsst ihr in Wien auch? Ja, es ist frustrierend. Also, und Gäste, die zu uns kommen, die können das gar nicht fassen, dass wir in Stuttgart, in der Landeshauptstadt, dass wir solche Zustände haben. Von schnellem Internet spricht die Bundesregierung bei 50 Megabit. Familie Pfister surft mit weniger als 5 Megabit. Was das genau bedeutet, eine E-Mail mit Anhang kommt erst nach 10 Minuten beim Empfänger an. Oder gar nicht. Für den Freiberufler eine Zumutung. Auch weil eine Besserung bisher nicht in Sicht ist. Die Stadt hat uns vorgeschlagen, auf eigene Kosten ein Glasfasernetz verlegen zu lassen mit Nachbarn zusammen. Also das halten wir für absurd, so ein Vorschlag, weil der Bürger verlegt auch nicht selber Wasserleitungen oder Stromleitungen. Und die Politik sagt ganz klar, der Bürger hat ein Recht auf schnelles Internet. Einzig der erwachsene Sohn, mit dem Smartphone groß geworden, nimmt es mit Humor. Ich bin so selten hier und für mich ist es dann fast schon wie digitaler Detox, weil ich dann halt wirklich 2 Tage mal ohne Internet leben muss. Digital Detox, digitale Askese für den IT-Dienstleister auf der Alp, untragbar. Noch vor 2 Jahren dachte man deshalb über einen Standortwechsel nach. Doch weil sich die Lage immerhin etwas gebessert hat, arbeiten die IT-Experten vorerst mit Kabeln, durch die immerhin 250 Megabit fließen. Ideal wären 10.000. Man fühlt sich ausgebremst, vor allen Dingen deswegen, weil es diese Technologien ja gibt. Und die nicht erst erfunden werden müssten. Und
die Politik und die Beteiligten einfach schneller in die Gänge kommen müssten. Flächendeckendes, schnelles Internet. Der Ausbau, auch er, hängt. Dass das so ist und dass sich das auch ändern muss, das ist natürlich auch der Bundesregierung nicht erst seit gestern bewusst. Bei Amtsantritt im März vergangenen Jahres, da hat sie sich dann auch einiges vorgenommen im Bereich der Digitalisierung und beim Ausbau solcher Glasfaserkabelnetze. Aber wie viel sie tatsächlich geschafft hat bislang, Christian Feld hat einige Punkte unter die Lupe genommen. Das sind Termine, die Spaß machen. Minister Scheuer mit der Schaufel in der ersten Reihe. Seht her, so lautet die Botschaft, es geht voran beim Breitbandausbau. Doch von einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur von Weltklasse, so das Ziel im Koalitionsvertrag, ist Deutschland noch meilenweit entfernt. Beispiel Breitbandausbau. Die Zahl der Anschlüsse in Deutschland steigt, aber noch immer gibt es unterversorgte Gegenden. Es ist nicht der Staat, der die Netze baut, er fördert aber mit Milliarden. Die Förderung sei zu langsam, zu bürokratisch, sagen Kritiker. Bei Mobilfunk heißt die Zukunft 5G, so mancher wünscht sich, er hätte überhaupt Handyempfang. Zuletzt haben Mobilfunkanbieter sich verpflichtet, bis Ende 2021 in jedem Bundesland 99% der Haushalte mit LTE, also 4G, zu versorgen. Verbraucherschützer kritisieren, die Politik müsse den Unternehmen strenger vorschreiben, wo sie auszubauen haben. Wir haben keinen echten Flächenbezug. Das heißt, es ist immer an Ortschaften, Dörfern, dort, wo Menschen wohnen, ausgerichtet, aber nicht, wo sich Menschen aufhalten. Das bedeutet, Tourismusgebiete, Schleusen, meinetwegen sogar Landstraßen sind heutzutage unterversorgt. Man ist einfach offline im Jahr 2019. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Durch den Digitalpakt Schule sollen Klassenzimmer, Tablets und andere elektronische Hilfsmittel, WLAN und schnelles Internet bekommen. Der Bund unterstützt die Länder mit 5 Milliarden Euro für 5 Jahre. Die notwendige Grundgesetzänderung abgehakt. Jetzt müssen die Länder dafür sorgen, dass das Geld auch in den Schulen ankommt. Mehr digitale Verwaltung, weniger Warten im Amt. Bis 2022 sollen alle 575 Verwaltungsleistungen online verfügbar sein. Pilotprojekte gibt es. In manchen Bundesländern lässt sich so bereits das Elterngeld beantragen. Experten loben Fortschritte der Regierung, aber ich habe erhebliche Skepsis, dass man sich die jetzt gesteckten Ziele erreichen wird. Dazu ist einfach der Projektfortschritt nach den ersten 3 Jahren noch nicht ausreichend. Und wir haben nur mehr 3 Jahre Zeit, bis alle diese 575 Online-Leistungen umgesetzt werden sollen. Das wird sich kaum machen lassen. Das ist das Dashboard der Bundesregierung. Ein Überblick, wie die Mammutaufgabe Digitalisierung vorankommt. Das soll Transparenz schaffen, auch wenn die bisherigen Zwischenergebnisse wenig schmeichelhaft sind. Die zersplitterte Windschutzscheibe des LKW, der zur tödlichen Waffe wurde. 12 Menschen starben, als der Attentäter vom Breitscheidplatz mit dem Laster auf den Berliner Weihnachtsmarkt raste. Fast 3 Jahre ist das nun her und immer noch versucht ein Untersuchungsausschuss des Bundestages aufzuklären, wie der Terrorist durch das Netz der Sicherheitsbehörden schlüpfen konnte. Doch Akten erreichen den Ausschuss nur geschwärzt und auch nach so langer Zeit kommt immer wieder Neues ans Licht über die vielen Puzzleteile. Einige lässt das am Aufklärungswillen der Behörden zweifeln. Heute trat der Ausschuss erneut zusammen. Michael Stempfle über die mühsame Suche nach der Wahrheit. Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden im Kreuzverhör. Haben sie alles getan, um den späteren Attentäter Anis Amri im Blick zu haben, wollen Abgeordnete wissen? Unter den Zuschauern auch Menschen, die das islamistische Attentat vor knapp 3 Jahren miterleben mussten und heute traumatisiert oder gar berufsunfähig sind. Ich mache hauptsächlich darum, den Untersuchungsausschuss zu beobachten, zwecks der Aufklärung. Aber und gleichzeitig auch diesen Abgeordneten zu sagen, hey Leute, hier, ich beobachte euch mit Argusaugen. Und wenn mir was nicht gefällt, gehe ich auch auf die Leute drauf zu. Je später der Abend, desto tiefer das Eintauchen in die Welt der verdeckten Ermittler. Sowohl das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen als auch der Verfassungsschutz hatten menschliche Quellen, die sich in Kreisen bewegten, in denen auch Amri war. Es wurde in NRW mit sehr großer Mühe und sehr großem Aufwand betrieben. Denselben Aufwand hätte ich mir auch bezüglich der Quelle des Bundesamts für Verfassungsschutz in der Berliner Fusilet-Moschee gewünscht.
Das ARD-Magazin Kontraste zeigt alte Fotos von Amri, die die Abgeordneten nicht kannten. Ob sie für die Ermittlungen wirklich bedeutend sind, umstritten, dennoch Irritationen. Viel brisanter hingegen Videos, die der Bundesnachrichtendienst nach dem Anschlag bekommen hat, von einem ausländischen Geheimdienst. Zu sehen, Anis Amri vor seinem Anschlag auf den Breitscheidplatz 2016. Die Abgeordneten wissen nicht, was in den Videos zu sehen ist. Konkrete Anschlagsplanungen? Warum hatte ein ausländischer Dienst die Videos vor dem Anschlag, aber nicht deutsche Behörden? Wir werden intensiv nachfragen, zu welchem Zeitpunkt der ausländische Dienst auf welchem Wege diese Videos erlangt hat und ob er die mit anderen Diensten außerhalb der Bundesrepublik geteilt hat. Sie wissen, Anis Amri und sein Umfeld standen in Kontakt mit der dschihadistisch-terroristischen Szene in Frankreich, in Belgien. In Deutschland hat lediglich das Bundeskriminalamt die Videos vom BND zu sehen bekommen, nicht aber die Abgeordneten des Bundestags. Es ist natürlich in hohem Maße ärgerlich, dass wir diese Informationen so viele Jahre nach dem Anschlag und vor allen Dingen nach dem bisherigen Untersuchungszeitraum immer noch nicht haben. Der Grund? Nachrichtendienste verpflichten sich weltweit, sich an Absprachen zu halten. Soll heißen, wenn der Partnerdienst nicht will, dass Videos weitergegeben werden, sollte der BND dies lieber nicht tun. Sonst bekommt er möglicherweise keine Informationen mehr. Wenn wir in Zukunft auch Informationen ausländischer Nachrichtendienste wollen, und auf die sind wir auch angewiesen, dann müssen wir uns an sie halten. Das entbindet die Bundesregierung aber nicht im Fall, auch Amtshilfe zu leisten. Einerseits soll der Anschlag aufgearbeitet werden, andererseits sollen die Beziehungen zu anderen Ländern nicht gefährdet werden. Der Untersuchungsausschuss auf heikler Mission. Vor allem solche Szenen wollte die sozialistische Regierung in Spanien künftig vermeiden. Dass das von Zwangsarbeitern errichtete monumentale Mausoleum im sogenannten Tal der Gefallenen weiterhin als Pilgerstätte dient für all diejenigen, die dem ehemaligen Diktator Franco an dessen Grabstätte huldigen wollen. Dem Mann also, der 1936 den Putsch gegen die kurz zuvor gewählte linke Regierung in Spanien anführte und damit den spanischen Bürgerkrieg auslöste. Ein Krieg, in dem Franco nach 3 Jahren triumphierte, auch mit Hilfe seiner Verbündeten, den Nazis und den italienischen Faschisten. Als Diktator regierte er Spanien fast 4 Jahrzehnte lang, ließ dabei politische Gegner verfolgen, foltern und töten. Weit mehr als 100.000 Menschen kamen unter seiner Herrschaft ums Leben. Erst mit Francos Tod 1975 endete die Diktatur in Spanien. Doch es folgte lange so gut wie keine Aufarbeitung dieser Zeit. Nun setzte die Regierung ein Zeichen und kämpfte für die Umbettung von Francos sterblichen Überresten. Gegen den heftigen Widerstand der Familie, aber auch bestimmter Teile der Bevölkerung. Heute war es dann soweit, berichtet Stefan Schaaf. Es waren bizarre Bilder heute in Spanien. Menschen, die die Hand zum faschistischen Gruß reckten. Ein Hubschrauber, der mit den sterblichen Überresten des Diktators Franco im kleinen Ort Pardo einschwebte, wo die Gebeine dann im Familiengrab bestattet wurden. Und all das begleitet von wütenden Protesten. Ich finde das schlecht, weil das alles gegen den Willen der Familie und der meisten Spanier passiert. Das kann man nicht mit einer Person machen, die die Geschichte Spaniens bestimmt hat. Das geht nicht. Am Vormittag hatten Familienangehörige Francos Sarg aus dem Mausoleum herausgetragen. Sie hatten sich in einem langen Rechtsstreit gegen die Umbettung aus dem Tal der Gefallenen gewehrt. Hier lag Franco 4 Jahrzehnte begraben. Immer wieder pilgerten Anhänger des Diktators dorthin, gerade auch zu seinem Geburtstag. Franco findet immer noch bei Faschisten und Rechtsextremen glühende Verehrer. Er hat nie verstanden, dass man den Diktator so lange ehrte. Nicolás Sánchez Albornoz, 94 Jahre alt, ehemaliger Zwangsarbeiter. Weil er das Wort Freiheit an die Wand seiner Universität gemalt hatte, musste er, wie zehntausende politische Gefangene, an diesem Mausoleum mitarbeiten, unter fürchterlichen Bedingungen. Für die politischen Gefangenen, die Roten, gab es nichts, keinen Schutz, keine Helme. Und so sind viele bei den Arbeiten gestorben. Viele spanische Medien berichteten heute stundenlang live, das Thema spaltet die Nation. Bei Umfragen hat sich 1/3 aller Spanier gegen die Umbettung ausgesprochen. Es ist gerade Wahlkampf und Ministerpräsident Sánchez von den Sozialisten hofft wohl auch, mit dieser Exhumierung seine Wählerschaft mobilisieren zu können.
Die öffentliche Ehrung des Diktators war mehr als nur ein Anachronismus. Es war ein Affront gegenüber der spanischen Demokratie. Für Nicolás Sánchez Albornoz ist der heutige Tag kein Triumph, sondern nur Anlass für stille Genugtuung. Eigentlich, sagt er, kam diese Umbettung viel zu spät. Viele Kameraden und Freunde hatten nicht das Glück, dies noch erleben zu können, so wie ich. Sonst hätten wir das nun zusammen feiern können. Im Tal der Gefallenen hatte der Diktator eigenmächtig die Überreste von im Bürgerkrieg getöteten Soldaten beider Seiten begraben lassen. Was nun aus diesem Ort werden wird, manche wünschen sich eine Gedenkstätte für die Opfer von Franco. Im Streit über den Brexit hatte Premierminister Johnson zuletzt immer wieder auf Neuwahlen gedrängt. Nun hat Johnson ein Datum vorgeschlagen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers. Johnson strebt Neuwahlen am 12. Dezember an, das sagte er in einem Fernsehinterview. Wenn das Parlament mehr Zeit wolle, um die Brexit-Gesetze zu studieren, dann müsse es im Gegenzug Neuwahlen zustimmen. Dafür braucht der konservative Regierungschef jedoch eine Zweidrittelmehrheit. Brandenburg soll künftig von einer rot-schwarz-grünen Koalition regiert werden. Knapp 8 Wochen nach der Wahl teilte Ministerpräsident Woidke mit, man habe sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Einzelheiten sollen morgen bekannt gegeben werden. Über die Annahme muss bei den Sozialdemokraten noch ein Sonderparteitag entscheiden. Bei CDU und Grünen soll es eine Mitgliederbefragung geben. Nach einer Umfrage im Auftrag des Jüdischen Weltkongresses breiten sich in Deutschland antisemitische Vorurteile aus. Etwa ein Viertel der Befragten der repräsentativen Studie stimmte Aussagen zu, dass Juden zu viel Macht in der Wirtschaft hätten. 41% aller Befragten gaben an, Juden redeten zu oft über den Holocaust. Auch auf der letzten Sitzung unter dem scheidenden Präsidenten Draghi hat der Rat der Europäischen Zentralbank die Leitzinsen unverändert bei 0% belassen. Draghi hatte während der 8 Jahre an der Spitze der EZB eine konsequente Niedrigzinspolitik verfolgt. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Der dritte Präsident in der Geschichte der EZB nach den Herren Duisenberg und Trichet übernahm die EZB und damit die Geldpolitik in Zeiten der Finanzkrise. Die Wirtschaft ankurbeln, vermehrte Kreditvergabe war sein Ziel. Die Folgezinsen wurden immer weiter abgesenkt. Aber das deutsche Sparerdarben ist nicht der EZB alleine anzulasten. Natürlich hat der auf 0% abgesenkte Leitzins daran einen Anteil. Auch die riesigen Geldmengen auf den Sparkonten drücken den Zins. Denn wo kein Geld nachgefragt wird, gibt es auch keinen Grund dafür, auch Zinsen zu bezahlen. Mario Draghi schaffte es, den Euro zu retten. Der Außenwert unserer gemeinsamen Währung gegenüber dem US-Dollar ist stabil. Der Euro zu einer weltweit anerkannten und nachgefragten Währung geworden. Dieser Verdienst gebührt ihm. Seine Nachfolgerin, die Französin Christine Lagarde, will diese Geldpolitik weiterführen. In der Fußball-Europa League haben die deutschen Teams ihre Chancen auf das Erreichen der K.O.-Runde gewahrt. Der VfL Wolfsburg steht nach einem 2:2 bei KAA Gent weiter an der Tabellenspitze seiner Gruppe. Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach holte ein glückliches 1:1 bei AS Rom. Nur ein Punkt aus den ersten beiden Euroleague-Spielen. Mönchengladbach muss beim Gastspiel in Rom schon punkten, um die Gruppenphase zu überstehen. Und beginnt entsprechend angriffslustig Benzi Baini. 8. Minute nur die Latte. Der Tabellenführer der Bundesliga setzt AS Rom permanent unter Druck. Embolo, nächster Versuch. Die Anfangsphase gehört allein den Gästen. Das erste Tor aber gelingt den Römern. Ecke, Vertu, Kopfball, Zaniolo. 32. Minute. Perfekte Effizienz. Die Hausherren nutzen ihre allererste Chance. Im Dauerregen von Rom sucht Gladbach lange nach spielerischen Lösungen. Erst nach fast 80 Minuten ergibt sich eine Lücke für den eingewechselten Stindl. Dann hilft der Schiedsrichter, sieht ein Handspiel im Strafraum, das keins ist. Smalling war mit dem Kopf dran. Trotzdem 11 Meter und Lars Stindl gelingt der sehr glückliche Ausgleich in der Nachspielzeit. Doch noch ein Punkt für die Borussia, die damit weiter auf die K.O.-Phase hoffen darf. I'll be back.
Ich komme wieder, so lautete sein zum Kultspruch gewordenes Versprechen. Und er hat es wieder und wieder gehalten. Der Terminator alias Actionstar Arnold Schwarzenegger. Seit mehr als 3 Jahrzehnten begeistert die Saga über den Kampf zwischen Mensch und Maschine die Fans. Und nun kommt Schwarzenegger im mittlerweile 6. Teil als Kampfroboter zurück. Zwar schon ziemlich ergraut, aber selbstverständlich gibt sich der inzwischen 72-jährige Schwarzenegger so schlagkräftig wie immer. Und diesmal hat er auch eine alte Bekannte wieder mit an seiner Seite, Linda Hamilton, der weibliche Star aus den ersten beiden Filmen. Terminator Dark Fate läuft heute in den Kinos an. Klaus Lesche stellt ihn vor. Science-Fiction-Filme verraten wenig über die Zukunft, aber viel über die Ängste der Gegenwart. In Terminator Dark Fate geht wieder die Angst vor der künstlichen Intelligenz um, vor Maschinen, die Amok laufen. Diesmal ist Danny das Objekt der Terminator-Begierde. Das neueste, nahezu unzerstörbare Modell wird aus der Zukunft geschickt, um sie zu töten. Warum? Weil Danny sonst denjenigen zur Welt bringen wird, der die Machtübernahme der Maschinen verhindern würde. Vor 2 Tagen hatte ich noch dieses schöne, einfache Leben. Und jetzt ist es ein Albtraum. Dieses Gefühl kennen viele Actionfilmfiguren. Erzählt wird hier die alte Geschichte, nur ein wenig feministisch verziert. Danny stehen schlagkräftige Frauen zur Seite. Zum Beispiel die weibliche Hauptfigur früher Terminator-Filme Sarah Connor. Ich komme wieder. Ich komme wieder, das war sein Spruch. Arnold Schwarzenegger spielte Sarah Connors Gegner, den Terminator der 80er Jahre. 200 Kilo metallverstärkte toxische Männlichkeit. Hasta la vista, baby. Connor hasst diese Maschine immer noch, obwohl der Ur-Terminator geläutert und gereift, vermenschlicht und verbürgerlicht ist. Längst wechselt er öfter Windeln als Waffenmagazine, aber er hilft bei Dannys Rettung. Dank darf er nicht erwarten. Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich dich töten. Ich verstehe. So viel Verständnis kann gefährlich sein. Terminator Dark Fate spart nicht mit Effekten und atemloser Action, zeigt aber Ausfallerscheinungen bei Witz und Originalität. War es vielleicht schon eine Maschine, die das Drehbuch geschrieben hat? Und nach so viel atemberaubender Action entspannen wir uns jetzt alle mal wieder und reden übers Wetter. Claudia Kleinert. Ja, Inge, und bei dem Wetter kann man die nächsten 2 Tage auch noch entspannen. Es wird recht warm und es wird sonnig und danach kommt dann so richtige Herbstkälte, Oktoberkälte und auch dichtere Wolken. Den Regen können wir gut gebrauchen, die Temperaturen allerdings, das werden wir merken, die gehen richtig nach unten. Am Samstag noch, zum Teil bis zu 23 Grad im Südwesten, mit Nebel so die Donau entlang, da kann es ein bisschen länger dauern, bis der weg ist, nur 15 Grad, dann kommt aus Nordwesten schon eine Kaltfront. Und wie der Name schon sagt, dahinter deutlich kältere Luft, in der Nacht zu Sonntag. Und Sonntag kommt sie dann bis zur Mitte Deutschlands voran. Dahinter nur noch 11 Grad. Im Süden noch mal etwas wärmer mit bis zu 23 Grad. Aber diese 10, 11 Grad, das werden auch die Temperaturen für die nächste Woche sein. Dann ist der Oktober eben wirklich nicht mehr unbedingt golden, sondern vor allen Dingen kühl und auch ab und zu nass. Und der Regen ist nötig. Jetzt in der Nacht gibt es davon nur ein paar Tropfen, und zwar im äußersten Nordwesten. Und auch im Süden sind so ein paar einzelne Schauer unterwegs. Richtung Bayerischer Wald kann es auch neblig werden. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 13 bis 8 Grad, 4 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Vormittag starten wir mit Sonnenschein, und zwar reichlich schon im Nordwesten. Sonst Nebel im Süden und dichtere Wolkenfelder am Alpenrand, aus denen regnet es ein bisschen. Ein paar Tropfen kann es auch im Norden Schleswig-Holsteins geben. Im Laufe des Nachmittags dann viel Sonne von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz rauf bis zur Uckermark und zur Ostsee. Im Süden dichtere Wolkenfelder und im Nordwesten kommen dann auch schon die ersten dicken Wolken an. Die Temperaturen steigen zuvor auf 14 bis 19 Grad und der Wind kommt meist schwach im Süden und spürbar im Norden aus südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage dann, haben wir ja gerade schon in der Übersicht gesehen, dichte Wolken im Nordwesten, die dann schon den Regen der Kaltfront bringen. Im Süden zum Teil nach Nebelauflösung, nur um die 15 Grad, wenn es lange dauert, sonst bis 23 Grad am Sonntag dann. Viele dichte Wolken über der Mitte, die bringen den Regen der Kaltfront. Anfangs noch im Süden sehr sonnig und dahinter stellt sich dann für nächste Woche das Herbstwetter ein. So soll es auch sein. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt satirisch weiter mit Extra 3 und die harten Fakten, die hat dann wieder Anna Planken im Nachtmagazin gegen 0:15 Uhr. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.